Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei den Origins-Giganten. Und was ist gerade mit dem Postboten eingetroffen? Ja, die Horde Trooper. Eine weitere Figur. Naja, das war jetzt ein bisschen zu viel Emotion, muss ich lassen, ja. Eine weitere Figur der Wave 8 ist bei mir eingetrudelt. Und da muss ich mal was sagen. Man schimpft ja manchmal über die Community, dass viele andere Fans ausnutzen, abzocken, ja, Sachen überteuert weitergeben. Ja, das stimmt bedingt nur, denn ich habe zwei wundervolle Zuschauer meines Kanals, die haben mir zum Selbstkostenpreis, haben sie mir den Horde Trooper überlassen. Ja, durch einen dummen Zufall überschnitt sich das Ganze. Als erstes hatte sich der Martin aus Leverkusen gemeldet. Wir kennen ihn alle als HeFanMotoLev. Ja, da hat er einen tollen Instagram-Account, aber auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal abonnieren, ja. Also HeFanMotoLev. Der hat mich angeschrieben, sagte, hier, ich habe noch einen Horde Trooper über, ja, weil Smith hatte ihn ja letzte Woche kurzfristig hier angeboten. Aber da ja wirklich viele Leute sich die Taschen damit voll gemacht haben mit den Figuren, dass sie nicht nur 2, 3, 4, 5 bestellt haben, was ich in dem Fall auch verstehe, weil man möchte ja mit dem Horde Trooper ja wirklich eine ganze Armee bilden, ja, ein Army Building, gingen viele davon, genauso wie ich, leer aus, ja, und er sagte, komm, ich gebe dir einen. In der Zwischenzeit meldete sich aber auch der Dominik. Dominik schrieb mich an und meinte so, hast du meinen Post in der Facebook-Gruppe gelesen, hatte ich nicht, weil ich leider arbeiten war, konnte ich also nicht sehen, dass er auch viele Horde Trooper gekauft hatte für die Community. Und auch er, auch damit schöne Grüße nach dir, Patrick, auch er hat dieses zum Selbstkostenpreis von 16,99 plus Versand, das gilt auch hier für HeFanMotoLev, mir überlassen. Und das muss ich mal ganz groß huldigen, ja, weil die Community oftmals verschrien ist. Ich denke es manchmal auch bei vielen, da denke ich mir auch so, mein Gott, die besorgen sich jetzt bei Smiths hunderte von Figuren, ja, und vertickern sie an wirkliche Fans für horrende Preise. Aber wie gesagt, der Martin und auch Dominik, habe ich eben, wenn ich Patrick gesagt haben sollte, ich bin mir ganz sicher, habe ich eben Patrick gesagt, es war Dominik, ja. Dominik, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin echt gerührt, dass es so eine tolle Gemeinschaft ist und das sind wirklich tolle Figuren. Ja? Also danke an euch, danke an HeFanMotoLev und an Dominik nochmal. Ne? Ich bin jetzt wirklich unsicher, ob ich wirklich eben Patrick gesagt habe. Ich werde alt. Ich bin mittlerweile 4-mal geimpft und ich merke bei mir, dass ich ein bisschen vergesslich geworden bin seit letzter Woche. Ja, und deswegen ist es gerade für mich mal, wo ich denke, habe ich das eben schon mal gesagt? Patrick? Nein, es war Dominik. Naja, Thema durch. Vielen, 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 vielen Dank. Ich habe jetzt endlich einen zum Auspacken, einen zum Eingepackt lassen. Und wenn ich noch ein paar bekommen sollte, die werde ich ja schön auspacken, weil wir müssen wirklich eine Armee gründen. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten mit der Figur. Warum, sage ich euch gleich. Aber vorher gucken wir uns erst einmal die Verpackung samt Figur im Blister an. Ja, da steht der Horde Trooper oder Horde Trooper noch in seiner Verpackung gesichert. Wie man hier erkennen kann, handelt es sich um eine europäische Umverpackung. Ja, sieht schon richtig geil aus in der Verpackung. Ja, der Robotkämpfer für Hordak und die wilde Horde. Mega cool. Und man sieht es auch unten an dem Logo, The Evil Horde. Und hier sieht man Thunder Punch He-Man, der gerade die Horde Trooper zerlegt. Auch hier wieder mal ein kleiner Spoiler, welche Figur erscheinen wird bei der Origins Toyline. Ja, wir erkennen hier das Feature, das hatte er damals schon in den 80ern. Man kann seine Rüstung mit auf einen Knopfdruck kann man diese zerlegen. Ja, hier weitere Figuren, die bisher erschienen sind. In der Wave 8 waren es Sunman, Anti-Eternia He-Man, der Horde Trooper und
Ja, darauf warten alle sehnsüchtig, dass er bei Amazon und andere Anbieter gelistet wird. Clawful. Und hier unterhalb der Backcard kann man noch einige Warnhinweise und Produktinformationen nachlesen. Ja, was ich so sehe, eine richtig tolle Figur mit einem kleinen Punktabzug, den ich jetzt hier schon sehe, den ich aber auch mal ganz kurz, was ich normalerweise nie tue. Ich habe mal eine Review gesehen von einem Kollegen aus Amerika. Er hatte ihn gezeigt und da fiel mir das Blöde schon mal auf. Dann haben mich Leute schon vorweg drauf hingewiesen. Aber da komme ich gleich zu. Ja, eine tolle Figur. Wie gesagt, auch hier Thunder Punch He-Man wird schon angeteasert. Cool. Ein schönes Artwork wieder von Axel Jimenez. Auch toll, dass Mattel da das Action-Feature beibelassen hat. Ne? Dass man ihn mit der Rüstung zerlegen kann. Wir werden ihn jetzt auch schnell öffnen. Genug geredet. Ne? Ja, auch natürlich hier natürlich der Sandman-Comic ist mit dabei. Ja. Darf natürlich nicht fehlen. So, und wieder nahtlos gut ausgepackt. Ne? Da sieht man der alte Fuchs wieder. Ja? Er hat schon zig Dutzende von Figuren ausgepackt. Ach so. Was ich auch jetzt hier schon wieder sehe, ist... Moment. Was ich cool finde, aber erstmal muss ich ihn erstmal wieder hier mit den blöden Gummis befreien. Was ich nämlich sehe, ist, dass seine beigefügte Waffe... im Gegensatz zu den anderen Waffen, die beiliegen bei den Origins, nicht mit Plastik umwickelt ist. Ja, ihr kennt das doch, das habe ich ja x-mal beklagt. Da werden doch so Speers etc. werden doch von Mattel noch zusätzlich mit x-fach mit einem Plastik umwickelt, wo man schon einen Horror bekommt, wenn man diese entpacken muss. Haben sie diesmal bei der Figur, oh, die fällt mir schon auseinander, gar nicht gemacht. Moment. Ach. So, einmal das, das, das. Da ist die Waffe. Wie früher... Ja, wie früher hier sein, ja, sein Knüppel. Wie nennt man das? Scepter, Knüppel. Auch cool. Ja, genauso wie damals. Ich glaube, wieder ein bisschen, das ist, glaube ich, heller, ne, das Rot. Naja, aber schön, toll. Und da habe ich ihn nun, den Horde Trooper. Den Horde Trooper gab es ja jetzt beim PowerCon Exclusive, gab ihn diese auch in verschiedenen Farben. Und, das habe ich immer noch nicht, das PowerCon Exclusives. Ja, oder die drei Exclusives habe ich immer nicht. Was ist los, Space-Figuren? Wo sind sie? Vor ein paar Wochen waren sie noch fast auf dem Weg von Amerika nach Deutschland. Aber man hört da gar nichts mehr von. Wir haben es mittlerweile schon fast Mitte März. Es wird langsam Zeit. Ne? Ich bin schon gierig nach den PowerCon Exclusives. Ja? Ich sehe ja, ihr habt ja fast alle sie. Ich bin ja wirklich diesmal der Nachzügler. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Unboxing machen soll, aber weiß ich noch nicht. Das ist ja sinnlos. Es gab ja jetzt gefühlte 300 Unboxes im Internet. Oder ob ich ihn nur zeigen soll, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was soll ich jetzt machen. So, so da ist er ja, der gute Herr. Na. Ich sag mal, der Nachteil, was ich nicht so gut finde, schon sofort, was ich eben schon angeteasert habe. Warum macht Mattel ihn in Metallfarbe? Man hätte ihn doch wie damals ja in einem grauen Plastik lassen sollen, ja, eine graue Plastikrüstung. Hier haben sie ein wenig ja, Metallfarbe Silber genommen, ja. Sieht zwar edler aus, hat aber für mich null Retro-Effekt. Ja, das finde ich ein bisschen doof von Mattel, muss ich lassen. Ansonsten hier vorne natürlich der Knopf, ne? Der Knopf, der muss sein, da passiert nämlich Folgendes. Dann fällt er auseinander. Also wenn He-Man vorne einen Schlag ihm dem Roboter gibt oder wer auch immer, dann fällt er auseinander und ist besiegt. Horde Trooper. Das ist wirklich eigentlich vom Prinzip her keine besondere Figur. Das war keine. Ja, das war in den 80ern auch keine besondere Figur. Aber wie ich euch schon öfter gesagt habe, aber diese Figur muss man halt mehr haben. Deswegen ist sie auch so selten. Ja, weil viele natürlich damit Armeen bilden. Das werden sie jetzt auch hier machen. Ja, weil bei Smith, wo der letzte Woche online war, da war innerhalb von ein paar Minuten war er ausverkauft. Und wenn ich so die Bilder im Internet sehe, was die Leute da sich angekarrt haben, ja, ich meine die richtigen Fans, und haben ihn ausgepackt und haben sie dahingestellt. Ja, das sah schon furchterregend aus für He-Man und seine Freunde, wenn sie solcher Armee entgegenstehen. Ja. Aber nicht so bei Dominik und bei Martin, die sind für mich heute meine Zuschauer des Tages, sogar des Monats, muss ich ja sagen, weil sie mir wirklich günstig zum Einkaufspreis
mir diesen Hortschuber zur Verfügung gestellt haben. Super, mega geil, tolle, also tolle Fans. Ich habe ja sowieso die tollsten Fans, ja, auf meinem Kanal. Das muss ich euch mal sagen. So, jetzt gucken wir uns mal den Hortrooper genauer einmal an. Ja, wo eignet sich so eine Review am besten? Natürlich in seinem Hauptquartier, der Fright Zone. Ja, richtig cool, auch mit seinen Augen hier, ne? Seinem Schlitz, seinem Sehschlitz. Richtig mega, mega, mega krass. Auch vorne auf der Brust das Horde-Logo samt Druckknopf, wo er zerfällt. Das Ganze sieht dann so aus. So vorne und so von hinten. Ja, eine richtig tolle Figur. Ja, muss ich sie lassen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Jetzt stelle ich sie mir vor, wirklich, wenn da noch 5, 6, 7 solcher Hortstuper bei mir im Regal stehen. Das macht schon etwas her, oder? Ja, hier mit seinem Kampfstab. Ja, mit ihm sieht man schon, das ist kein leichter Kampf. Aber wir kennen ja, He-Man zerlegt ihn sofort. Und so sieht die Figur von hinten aus. Da man bei dieser Figur ebenfalls wie bei all den Origins-Figuren die Köpfe zum Beispiel entfernen kann und mischen kann mit anderen Köpfen der Line, habe ich hier mal einen Kopf genommen. Ja, He-Man, der passt ja super da rein, denn wir erinnern uns an den Film Das Geheimnis des Zauberschwertes, denn da hat sich ja He-Man als Horde Trooper in der Fright Zone verkleidet, damit er Adora befreien konnte. Und hier kann man es locker nachspielen. Cool. Ja, ich bin wirklich überzeugt vom Horde Trooper, auch wenn er nicht die Originalfarbe von damals hat. Aber die sieht schon richtig edel aus. Mega, mega cool. Und man kann auch da alle Gelenke bewegen, so wie man es aus der Toyline auch gewohnt ist. Er kann sich auch um 360 Grad drehen. Die Gelenke sind, kann man durchbewegen. Ja, er hat auch 20 Gelenkpunkte. Jetzt gucke ich mal. Man kann aber nicht... Doch, kann man auch. Man kann sogar die Arme kann man auch wieder abnehmen. Ja? Ist ja nicht bei jeder Figur, bei wenigen Figuren kann man die Arme nicht abnehmen, wie zum Beispiel bei Battle Armor He-Man und Battle Armor Skeletor geht es nicht. Genauso wenig wie, ich glaube, beim Flying Fist He-Man war es, glaube ich, auch nicht möglich. Da kann man natürlich auch die Figuren wieder richtig schön mischen, wie ich auch eben gezeigt habe. Man kann den Kopf zum Beispiel von He-Man drauf machen oder von Man at Arms. Sieht witzig aus, tolles Gimmick. Auch hier, dass man die Figur wieder zerstören kann. Man muss schon feste draufdrücken, ja, dann muss man vielleicht auch nochmal machen. Das hakt manchmal bei meiner Figur. Bei dem Unboxing, was ich gesehen habe, hatte diese Person ebenfalls das Problem. Ach ja, so fällt es auseinander. Cool, tolle Figur, mega, mega, mega geil. Und das ist auch wieder eine schöne Kindheitserinnerung, weil ich hatte ihn als Kind auch gehabt. Ja, liegt jetzt auch schon fast 40 Jahre zurück. Passt natürlich auch jetzt eine Anekdote natürlich hier zu unserer, zu unserem Themenmonat 40 Jahre Moto. Den hatte damals meine Mama mir gekauft, weil ich krank war. Und dann kam sie mit dem Horde Trooper, kam sie nach Hause an. Ich war direkt fasziniert von dem Zerstören der Rüstung. Ich habe, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag nur drauf gedrückt und dann ist es auseinandergeklappt. Und dann habe ich mir, glaube ich, noch einen gewünscht. Ja, ich wollte ja mehrere haben, habe aber im Endeffekt am Schluss nur zwei gehabt. Und die mussten wirklich regelmäßig herhalten, weil sie so vertrimmt worden sind von meinen He-Man-Figuren. Ja. Wie oft He-Man bei ihm drauf eingeschlagen hat als Kind, unzählige Male. Ja, sind unvergessliche Kindheitserinnerungen. Und die kann man hier weiter leben. So, damit beschließe ich das heutige Unboxing hier bei den Origins-Giganten. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne unten fleißig kommentieren, wie ihr diese Figur findet. Und was ich richtig cool finde, ist, dass die Wave 8 ziemlich zeitnah auch in Deutschland erscheint. Ja? Bis auf Clawful, der ist noch nirgendwo vorbestellbar. Also jetzt bei Smith ist er nicht vorbestellbar, komischerweise. Dafür die anderen drei Figuren. Und bei Amazon kann man in Amerika den Sunman schon seit geraumer Zeit vorbestellen. Der soll am 1. Juni ausgeliefert werden. Und in Deutschland kann man schon vorbestellen, beziehungsweise kann man schon einsehen, dass Smith
auch Sunman anbieten wird, genauso wie Flying Fist, He-Man, Terrorclaw, Skeletor und Anti-Eternia He-Man. Also ich finde es gut, dass es als zeitnah kommt. Es fehlt nur noch leider, dass es mal in die Geschäfte soll, damit ein wenig mehr Abwechslung stattfindet als die altbekannten Figuren, die man schon kennt. Deswegen nochmal zum Schluss mein Appell an Smith, Real und Müller. Bestellt doch mal andere Figuren, ja? Wir Fans würden uns freuen und wir würden dann auch vermehrt wieder bei euch in den Geschäften zugreifen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf alle Fälle gesund, bleibt friedvoll und vor allen Dingen bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss!